Menschen Zeit sich nehmen und Gott und Jesus denken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Friede werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Friede werde unter uns. Viele liebe Menschen haben euch heute hierher begleitet und wollen dabei sein, wenn ihr zum ersten Mal Jesus im heiligen Brot begegnet. Eure Eltern, Geschwister, Großeltern, Klassenlehrerinnen und Direktorinnen, eure Tischmütter, die euch heute noch einmal ganz besonders zur Seite stehen. Schaut es mal schnell an, sind sie alle da? Okay. Und ganz besonders eure Taufpaten. Vor ein paar Jahren haben sie euch bei der Taufe noch in den Händen gehalten. Da wart ihr noch ganz, ganz klein. Heute sind sie wieder da, um zu erleben, wie eure Jesusfreundschaft noch enger und noch tiefer wird. Sie stehen hinter euch. Dreht euch bitte jetzt einfach zu ihnen um und reicht euch einander mal die Hände und schaut euch ganz tief in die Augen. Ich glaube, sie haben sicherlich einen guten Wunsch für euch heute mitgebracht zu eurem großen Fest und den bitte ich jetzt die Taufpaten, dass sie euch sagen. Beim Hineingehen in die Kirche nehmen wir immer Weihwasser und bezeichnen uns mit dem Kreuzzeichen. Es soll uns an die Jesusfreundschaft, die bei der Taufe begonnen hat, erinnern. Heute machen es stellvertretend für euch eure Taufpaten. Die lade ich jetzt dazu ein. Und die Tischmütter, die sind immer ganz wichtig, die bringen jetzt bitte das Weihwasser zu ihren Gruppenkindern und zu den Taufpaten. Und dann bitte ich die Paten, dass sie euch das Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir. So, jetzt könnt ihr euch wieder nach vorn drehen. Sind wir bereit, dass wir in die Kirche einziehen? Euer. Habe ich das jetzt gehört oder höre ich es so schlecht? Ja! Na super. Die Taufpaten werden heute mit einziehen, mit euch, links und rechts. Und da sind dann je drei Sitzreihen für euch reserviert. Und da bitte ich euch, euch reinzusetzen. Danke, dass ihr da draußen dabei wart. Ich glaube, die Kinder haben sich alle sehr gefreut. Jetzt schauen wir noch, wen brauchen wir noch zum Einziehen? Brauchen wir noch wen? Fehlt noch wer? Wer fehlt noch? Da hinten kommen schon. Ministranten. Die Ministranten. Und ganz wer wichtiger fehlt noch? Der Herr Kaplan. Setzen alle. Der ist noch versteckt, gell? Gut, den begrüßen wir auch mit einem fröhlichen guten Morgen.
Seid ihr bereit? Dann gehen wir's an. So beginnen wir diesen Gottesdienst gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Super, liebe Kinder, dass ihr da seid. Ich höre euch schon lautstark und begeistert da sein. Heute ist euer großer Tag, wo Jesus das erste Mal zu euch kommt, ganz nah in Form des Brotes. Es sind so viele Leute da, viele Bekannte, Verwandte und Freunde von euch, dass ich fast nicht rechtzeitig zum Beginn der Messe da nach vorne gekommen wäre. So viele Leute sind da, die diesen Tag mit euch mitfeiern wollen. Schon einmal habt ihr einen so großen Tag gehabt, das war eure Taufe. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, glaube ich. Aber als Zeichen an eure Taufe haben wir viele Kerzen, die eure Taufkerzen mitgebracht, in Form dieses wunderschönen Blumengestecks hier. Wir wollen die Kerzen nun entzünden und dann wollen wir das Versprechen, das eure Paten und Eltern gegeben haben, damals heute erneuern, indem es ihr selbst es schon sagt. Am Beginn entzünden wir die Kerzen. Unser Fülle ist in dir, Sonne, unser Geschöpf.
wirklich alle Kerzen erwischen. Sehr gut. So darf ich euch, liebe Kinder, fragen: Glaubst du an Gott Vater, der dich lieb hat und dem du in seiner wunderbaren Schöpfung begegnen kannst? Ich glaube. Glaubst du an Jesus Christus, der dein Freund ist und dem du auf vielfältige Art begegnen kannst, heute zum ersten Mal im Heiligen Brot? Ich glaube. Glaubst du, dass durch die Begegnung mit dem Heiligen Geist dein Leben als Jesus-Freund gelingen kann? Ja, ich glaube. Glaubst du, dass in der Begegnung mit der Liebe Gottes Versöhnung geschieht und dein Leben dadurch gut werden kann? Ja, ich glaube. Begeistert habt ihr euren Glauben kundgetan. Das wollen wir nun loben und preisend vor Gott hintragen im Gloria-Lied.